Als nächstes auf der Bühne sehen wir Marlon, Max, Nathan, Michelle, Eleni, Rasmus, Hanno und Baran. Und mal Hand aufs Herz, Kinderinnen und Kinder hier im Raum, wer von euch denkt, ich müsste öfter mal was mit Omi und Opi machen? Bin ich der Einzige? Da, eine Hand, vielen Dank. Ah, da kommen so ein paar. Ja, wir haben hier was für euch. Es gibt da eine Lösung, wie man spielend leicht sozusagen mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit seinen Großeltern oder der älteren Generation verbringen kann. Den Entertable, ich finde, es ist ein sehr guter Name. Applaus für den Entertable. In der Gruppe ist übrigens Hanno dabei, der nicht fotografiert werden möchte. Also bitte das beachten. Ja, hallo. Genau, wie unser lieber Moderator schon gesagt hat, haben wir den Entertable kreiert. Genau, und da gibt es jetzt mal erstmal ein paar Infos zu. Genau. In unserer kleinen Präsentation werden wir euch einmal die Grundidee hinter unserem Projekt, die Techniken dahinter, wen wir damit erreichen wollen und was wir an der Welt damit verbessern wollen, erklären. Also die Grundidee war ja erstmal eine transportierbare Tischplatte, um halt groß und klein zusammenzuführen oder halt auch unter Freunden, weil man zum Beispiel öfters eigentlich nur online spielt und nicht beieinander ist und das halt dann einfach zu verbessern. Ich habe die Android-App entwickelt, die habe ich natürlich nicht in Java geschrieben, sondern in Kotlin. Das Grundkonzept der App war einfach nur, dass sie den Entertable über den Raspberry Pi ansteuert. Genau, und wie Baran ja schon gesagt, wir haben einen Raspberry Pi, der ist so im Prinzip das Gehirn von unserem Projekt und der wird mit einer einfachen WLAN-Verbindung mit der Android-App verbunden und dann die Android-App schickt halt die Daten los und der Pi verarbeitet sie dann, um sie dann zum Arduino zu schicken und dann kommen wir auch perfekt zum Hardware-Teil. Genau, und vom Arduino kommt das, gibt der, wir haben LED-Bänder, die LEDs können einzeln angesteuert werden. Und der Arduino nimmt halt bekommt ein Signal vom Raspberry Pi, wie schon gerade gesagt, und auf dem Arduino ist dann ein Programm, was dann abgespielt wird. Ja. Um nochmal ein kleines bisschen genauer in die Technik einzugehen, also wie gesagt, wir haben die App, die mit dem Raspberry Pi, das ist ein Baustein sozusagen, kommuniziert. Der gibt wiederum an einen anderen Baustein wieder eine Nachricht und dieser Baustein steuert LEDs an. Sie haben bestimmt sicher diese ganzen normalen LED-Streifen schon mal gesehen. Nur unsere LED-Streifen, die wir verwendet haben, haben eine kleine Besonderheit. Die können über einen weiteren Zugang halt ein Signal bekommen, worüber jede LED einzeln angesprochen werden kann. Das heißt, immer an, wir haben jetzt ein Bild, das auf diese Pixelanzahl konvertiert wird. Wir haben insgesamt 432 Pixel. Dann geht er ganz am Anfang los und guckt in meinem Bild, okay, der erste Pixel, der ist grün. Dann sage ich dem ersten Pixel, dass er grün ist. Dann kommt der zweite, der ist rot und so weiter und so weiter. Und so läuft das dann im Ganzen eigentlich ab. Wir demonstrieren das mal ganz kurz. Also wir haben jetzt zum Beispiel einmal ein kleines Pong-Spiel hier. Vielleicht kennt es noch jemand. War leider nur im Einspieler-Modus. Das kleine Demo und ja, und wir wollten halt was wieder zum Anfassen machen, also nicht, was man immer die ganze Zeit hinterm Bildschirm sitzt, sondern dass man noch ein bisschen interaktiv da mit dabei ist. Marlon, ist die Presse weiter? Jo, wen wollen wir damit erreichen? Also unser Ziel war halt nicht nur die viel videospielenden Leute zu erreichen, sondern eben auch Leute, die mit der Technik nicht so affin sind. Also zum Beispiel etwa ältere Leute oder auch kleinere Kinder. Aber wartet mal, was verbessert daran überhaupt die Welt? Wie schon gesagt, wollen wir mit unserem Projekt insbesondere die jüngeren und älteren Generationen ansprechen. Und zwar, ich nehme jetzt mal das Beispiel vom Pong-Spiel. Das Ping-Pong-Spiel kennt jeder von uns. Es ist ein typisches modernes Netzspiel. Wir haben das Ganze jetzt, also wir haben es auf unserem, mit den LED-Streifen wollten wir es so machen, dass man es halt spielen kann, sodass dieses elektronische Spiel halt in der Realität spielbar ist und damit dieses elektronische Spiel spricht für die jüngere Generation, während das in der realen Welt anfassbare Aufsatz für den Tisch halt für die ältere spricht und somit beides vereint.
Ja, genau, das war der Entertable. Vielen Dank an euch. Kommt ruhig zu mir vor, an die nächsten Gruppen. Ihr könnt euch wirklich auch nah an den Tisch stellen. Man sieht euch am besten, kommt ruhig zu mir. Man sieht euch am besten, wenn ihr nah am Tisch steht. An die Omen und Open hier im Saal. Wer hat denn jetzt Bock zu spielen? Wem zuckt's in den Fingern? Ja, also ein paar vorsichtige Finger sehe ich vielleicht nach oben schnellen. Ich finde den Namen super. Wer hatte den Namen, die Namensidee? Hattest du die Idee mit dem Namen? Nee, die Idee hatten wir alle. Also wir sind halt darauf gekommen, es ist ja Entertainment und wir hatten halt die Idee, dass man das halt auch wie das Brettspiel, also Table, das Brett halt haben wir dann vom Tisch geholt. Und dann haben wir halt gedacht, ja, das originale Wort heißt Entertaining oder Entertainment und dann haben wir uns halt gedacht, setzen wir halt einfach, um es klar zu machen, dass es ein Tisch ist, Table hin und dann ist halt der Name entstanden, Entertable. Alles klar. Kommt, wer im Bild sein möchte, kommt ruhig ein bisschen mehr zu mir. Vielen Dank. Welche Spiele können denn noch gespielt werden? Bis jetzt haben wir darauf nur Ping-Pong, aber wir hatten auch die Idee, zum Beispiel Tetris oder Schlange darauf einzubauen. Theoretisch wäre auch noch ein Schachspiel möglich, das wäre aber ein bisschen komplizierter, weil die Auflösung ist nicht ganz so gut wie auf dem Computer, aber machbar ist es, denke ich schon. Was war so ein bisschen ein Knackpunkt? Wo lag der Struggle bei der ganzen Aufgabe? Also das größte Problem war eigentlich, man kann ja auf dem Pi kann man relativ viele Spiele laufen lassen. Geht ja relativ einfach, aber das Problem ist die Kommunikation zwischen dem Raspberry Pi und dem Arduino. Sollte man bekommt das Signal nicht richtig kann das nicht richtig in Grafik umwandeln. Also die LED-Matrix ist nicht wie ein Bildschirm, wie ein Computerbildschirm, sondern muss man jede LED einzeln ansteuern. Und da lag das eigentlich das größte Problem. Das heißt, es hat sehr, sehr lange gedauert? Ja, das war was, was noch zum Schluss erst fertig wurde. Oder noch in Arbeit ist. Und was könnt ihr euch vorstellen, was könnte man daraus noch machen? Habt ihr schon Weiterentwicklungsideen? Du hast schon von anderen Spielen erzählt. Ja, da sehe ich noch eine. Also es gab noch die Überlegung für Controller, dass wir die gebaut hätten. Das ging jedoch zeitlich bis jetzt noch nicht. Aber das Design wäre eigentlich schon da. Und ja. Du hattest noch eine Idee, willst du noch was sagen? Du hast keine Idee. Dann danke ich euch. Vielen Dank, Entertable. Bei unserem nächsten Projekt, Check 1,5 Grad, geht es auch wieder um Produkte und wie nachhaltig die sind oder nicht sind. Und dazu eine ganz kleine Anekdote von diesem Wochenende von Jugend Hackt. Auch diese ganze Organisation des Wochenendes sollte möglichst nachhaltig organisiert sein. Deswegen wurde auch beim Catering zum Beispiel darauf geachtet, dass die Teller, Löffel, Becher und so weiter irgendwie nachhaltig oder gut recycelbar sind, sagen wir mal. Deswegen waren zum Beispiel die Löffel aus Hirsematerial und die Becher aus Pappe und die Teller waren aus Palmenblättern. Dann hat sich aber rausgestellt, die kann man gar nicht in den Biomüll tun, also kann man schon, aber hat man ein Problem, obwohl die von den Herstellern als recycelbar deklariert sind, weil die nämlich viel, viel länger brauchen zum Zersetzen als zum Beispiel so eine alte Bananenschale oder so und deswegen würden Entsorgungsunternehmen diese Art von Müll gar nicht entgegennehmen, obwohl da draufsteht, dass das ja eigentlich abbaubar ist biologisch. Das heißt eigentlich, bisschen schwieriger Fall von Greenwashing vielleicht. Allerdings hat mein Co-Moderator gestern Jugendliche gehört, die gesagt haben, sie haben diese Löffel dann gegessen, weil die ja angeblich essbar sein sollen aus Hirse. Klassischer Fall bei Jugend Hackt, was nicht passt, wird passend gemacht. Und so ähnlich ist es jetzt auch wieder bei unserem nächsten Projekt, das sich mit solchen und ähnlichen